Die Tales of Serie ist schon seit der SNES-Zeit einer der Kultserien, wenn es um JRPGs geht. Seit 1995 erscheinen neue Spiele. So auch am Anfang dieses Jahres. Tales of Berseria ist der aktuellste Ableger dieser Serie. Das heutige Review soll sich um dieses Spiel drehen. Wer bei Tales of Berseria ein typisches, rundenbasiertes JRPG erwartet, liegt komplett falsch. Ohne große Umschweife fangen wir also mit dem Review an. Die Story von Tales of Berseria dreht sich grob gesagt um Velvet Crow, ein Mädchen, das Rache an jemanden nehmen möchte. Tales of typisch steckt aber hinter der Story so viel mehr als einfache Rachegelüste. Auf ihrer Reise trifft Velvet JRPG-typisch neue Gefährten, die sich ihr aus den verschiedensten Gründen anschließen werden. Die Story entwickelt sich dabei zu einer der emotionalsten und besten Stories, die ich jemals in einem Videospiel erleben durfte und bietet von Anfang an Spannung und Gänsehaut. Stellt euch auf eine emotionale Achterbahnfahrt ein. Nebenbei gibt es auch einige ziemlich witzige Momente. Cool. Die sechs spielbaren Hauptcharaktere haben alle eine wichtige Rolle in der Story und einen gut durchdachten Charakter. Man lernt die Gruppe schnell lieben, bis auf Bienfu. Niemand mag Bienfu. Was vor allem durch die gut geschriebenen Dialoge und Skits, das sind kleinere Dialoge, die man sich auf der Reise anhören kann, bewirkt wird. Des Weiteren wird durch die Skits die Bindung der Charaktere zueinander gestärkt und man lernt schnell, wie der Charakter tickt. Gameplay-technisch unterscheidet sich Tales of Berseria von anderen JRPGs in gewissen Hinsichten. Man reist typisch von Stadt zu Stadt, erkundet Dungeons und andere Gebiete und erlebt währenddessen die Story. Eine Overworld, wie auch schon in Tales of Xillia und Tales of Cyria, gibt es nicht. Man reist durch relativ große Gebiete, die miteinander verknüpft sind. Die Gebiete, Städte und Dungeons sind dabei sehr unterschiedlich und haben ein eigenes Thema. Man kann viele Dinge dort erkunden finden. Leider sind die Inhalte der Schatztruhen nicht immer die besten. Was zwar schade ist, aber man kann auch andere Dinge wie Items auf dem Boden oder Katzgeister finden. Was das ist, müsst ihr selbst herausfinden. Wie vorhin schon erwähnt, gibt es neben den Gebieten und Städten auch Dungeons. Die sind designtechnisch aber nicht so gut wie anderen Tales of Teilen. Sie sehen zwar hübsch aus, aber die Räte sind oftmals zu einfach und meistens läuft man einfach durch, bekämpft ein paar Gegner und nicht mehr. Es gibt zwar Ausnahmen, aber trotzdem ist es schade, dass das Dungeon-Design nicht so gut gelungen ist. Dafür sind die Dungeons meistens nicht allzu lang. Das Kampfsystem in Tales of Berseria ist dahingegen ziemlich cool. Es läuft genau wie den anderen Tales of Teilen nicht rundenbasiert ab. Man kämpft zu viert, aber spielt nur ein Level-Charaktere. Die anderen drei werden von der KI gesteuert. Man hat im Kampf keine TP, sondern sogenannte Esky. Zu Kampfbeginn hat man standardmäßig drei. Diese leeren sich, wenn man angreift. Auffüllen kann man die Esky, indem man Gegner tötet oder sie betäubt. Betäuben kann man zum Beispiel durch Kombos. In 3SG kann man einen sogenannten Seelenbrecher ausführen, ein mächtiger Angriff, mit dem man zum Beispiel eine Combo starten kann. Durch das Ausführen eines Seelenbrechers füllt sich die Stoßanzeige auf. Wenn man 3 Punkte in der Stoßanzeige hat, kann man einen Mystikrad einsetzen. Was nicht nur cool aussieht, sondern auch ziemlich stark reinhaut. Jeder Charakter spielt sich zusätzlich anders, weswegen es sich lohnt, mit jedem einmal zu spielen. Das Kampfsystem funktioniert jedenfalls um einiges besser als das des Vorgängers. Ausrüstung haben bestimmte Fähigkeiten, die man durch Erfahrungspunkte lernen kann, wie zum Beispiel aus Final Fantasy 9 bekannt. Daher empfiehlt es sich viel zu kämpfen und so die Fähigkeiten der Ausrüstung zu lernen. Außerdem kann man die Ausrüstung auch verbessern. Dazu werden die Items benötigt, die überall in der Welt rumliegen. Tales of Berseria hat außerdem das Kochen, das schon aus anderen Tales of Spielen bekannt ist, wieder eingeführt. Man kann Gerichte kochen, die Stärkungswerte verbessern oder bestimmte Resistenzen geben. Visuell sieht das Spiel ganz hübsch aus. An manchen Stellen könnten die Texturen zwar besser sein, aber mich stört sowas nicht. Das Spiel hat einen Anime-Look und es gibt ziemlich gut animierte Anime-Cutscenes in diesem Stil, zusätzlich zu den normalen Cutscenes. Der Soundtrack ist bombastisch. Es gibt einige Ohrwürmer und die Musik ist ziemlich passend zum Spiel und wird gut in den Cutscenes eingesetzt. Motor Sakuraba hat mal wieder einen ausgezeichneten Job geleistet. Apropos Cutscenes, die Synchronsprecher machen einen ausgezeichneten Job.
Die emotionale Story wäre nichts ohne die Stimmen von Velvet und Lafayette. I'm sure he had a reason for... A reason? To spare the world of its pain. Don't give me that! Die Sprecher der anderen Charaktere sind zwar auch großartig, aber vor allem Velvet und Lafayette Sprecher werde ich mich noch lange erinnern. Das Spiel hat eine ordentliche Länge. Ich habe ungefähr 50 Stunden Spielzeit. Nach der Hauptgeschichte gibt es noch einiges zu entdecken, wie neue Bossgegner, ein Bonus-Dungeon und einige neue Sidequests. Von diesen gibt es nicht allzu viele im Spiel, aber die, die es gibt, sind gut und tragen auch etwas zur Story des Spiels und zur Charakterentwicklung bei. Tales of Berseria ist eines der besten JRPGs, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Eventuell ist es sogar das beste Tales of Spiel, aber dafür muss ich mehr Spiele der Serie spielen. Durch die emotionale Story und die ziemlich gute Präsentation wird das nicht so gute Dungeon Design wieder wettgemacht. Das Erkunden der Gebiete und das Kämpfen macht trotzdem Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Review.